Wir haben ja jetzt explizit nochmal Zeit für Fragen eingeplant für den ganzen Netzneutralitätsbereich. Hat denn jemand welche? Ja, hallo Clemens, kannst du direkt wieder aufstehen? Nimm dir mal ein Mikrofon. Sei geehrt, Grüßling. Grüß dich. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie die Aushandlung einer Übertragungsgeschwindigkeit zwischen zwei Parteien im Netz stattfindet. Du hast gerade gesagt, keine Vermittlungsstelle wirft ein Paket weg, wenn es einmal bei ihr angekommen ist. Zumindest habe ich das so verstanden. Ich glaube, dass ich das aber nicht richtig verstanden habe. Weil Shaping eigentlich genau dadurch funktioniert oder die Aushandlung, wie genau die Übertragungsgeschwindigkeit ist. Ich habe das mal so genannt, so Google, das ist so der dicke Schlauch, da kommt relativ viel Traffic rein zu den Nutzern. Und wie, an welcher Stelle findet jetzt die Unterscheidung statt, dass zum Beispiel ein Nutzer, sagen wir mal, mit einem 56K-Modem ist und auch nur entsprechend empfangen kann. Ein anderer hat ein VDSL und trotzdem kommt es aber nicht dann mit den 50 Mbit rein. Da gibt es ja an mehreren Stellen während der Vermittlung, wird diese Geschwindigkeit, die Übertragungsgeschwindigkeit für den Streamer dann eigentlich ausgehandelt. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen im Detail erklären und wo der Provider dann eingreift. Nicht so viel, kann mir nicht so viel merken, bin über 40. Einerseits, also was ich vorhin meinte, war, dass ein Sender, der ein Paket einmal in eine Leitung reingeschickt hat, sich das nicht nochmal anders überlegt. Das heißt, wenn es erstmal unterwegs ist, ist es unterwegs. Die meiste Arbeit, gerade das, was du sagst, nämlich dieses Unterscheiden, was mache ich damit und schmeiße ich jetzt weg oder nicht oder sowas, macht in der Regel der Empfänger. Das sozusagen bei deiner Frage, was macht YouTube gegen Telekom? Der YouTube wird einen Teufel tun und seine eigenen Pakete droppen, sondern der haut die einfach in die Leitung rein zur Telekom und die überlegt sich jetzt, wo sie die droppt. Die wird sie auch angesichts dieses neuen tollen Gänsefüßchen-Tarifmodells, was sie sich da überlegt haben, werden die auch erstmal nicht am Eingang zu YouTube droppen, weil da wissen sie noch gar nicht, wo die hingehen. Oder ja, sie wissen es schon, aber das wäre zu viele Entscheidungen an einer Stelle. Meine Vermutung ist, und ich würde das so bauen, dass ich mein Netz intern zumindest zum Edge hin, also da, wo die Ausgänge zum Kunden hingeht, zwei Teile, nämlich in einen Teil gutes, bezahltes Internet und in einen anderen Teil so, naja, meinetwegen, oder mach's ruhig kaputt, oder zähl's, oder shapes, oder was auch immer. Das heißt, die Telekom wird den Verkehr dann über das eine oder das andere Netz leiten. Wie dann diese Unterscheidung, wo die gemacht wird und wo diese Weichen dafür sind, für diese beiden Netze, kann ich dir nicht sagen, aber so würde ich das bauen, weil so ist es auch am einfachsten zu machen. Antwortet das so Pi mal Daumen deine Frage oder hattest du da noch so ein Nachding? Ja, wie ich schon sagte, du kannst HTTP-Verkehr shapen, das macht aber Arbeit. Das heißt, du musst vom Prinzip jede TCP-Verbindung, die durchs Netz läuft, das heißt also jede HTTP-Verbindung, musst du dir einzeln angucken und die Sequenznummern merken und dann kannst du daran so ein bisschen rumfummeln. Es gibt, also sollte man vielleicht noch dazu sagen, diese Technik dafür gibt es schon sehr lange. Die ist allerdings sehr teuer und sehr aufwendig gewesen, weil man hat sowas, früher hat man sowas in Software gemacht. Das heißt, man hat das Paket von der Leitung genommen und hat das richtig in einer normalen CPU mit ein bisschen Logik, mit ein bisschen Programmlogik dahinter in die Hand gedrückt, das hat das auseinandergepflückt und hat dann überlegt, was mache ich jetzt damit und damit irgendwas getan. Das war sozusagen nicht praktikabel für das Internet von heute. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren gibt es Firmen, die gießen diese Logik in Hardware. Das heißt, man kann sie sehr viel leichter replizieren und man kann sie auch bei höheren Bitraten auf Massen, auf Milliarden von Usern anwenden. Und gerade das ist es, glaube ich, was die Sache auch gerade jetzt so interessant macht für so Firmen wie Telekom oder andere Provider, eben zu sagen, oh, jetzt haben wir die Möglichkeiten, das zu tun, dann machen wir es auch an. Die Mechanismen stelle ich mir so vor, dass halt eben da ein Vertriebsmann oder Frau von irgendeinem Routerhersteller halt hingeht und sagt, hallo, liebe Telekom, ihr habt da mal eine lustige Testlizenz und ein bisschen Hardware, macht doch mal das, guckt doch mal, ob euch das gefällt. Und dann probieren das irgendwelche Leute in Münster aus und sagen, ja, das geht, schreiben einen offiziellen Report und mit diesem Zettel in der Hand geht der Vertriebsmann und Vertriebsfrau dann wieder hin zum Telekom-Vorstand für dies und jenes, die haben ja reichlich davon, genauso viele wie Sprecher, und sagt so, hier, guckst du hier, kriegst du noch geilen Rabatt, kaufst du, sagt er, klar. So, und wenn er das jetzt gekauft hat, dann wird er natürlich auch nutzen.
Ja, aber das, wie gesagt, das kommt teilweise eben auch aus der Technik heraus, dass dort Router oder dass die Equipment-Hersteller so Zeugs einbauen, was sie extra machen, denn auch so bewerben, das auch den Netzbetreibern, sage ich mal, so unterschieben und sagen, okay, das hast du jetzt oder das kannst du zum Beispiel die Hardware, die du eh schon gekauft hast, gerade neulich, kannst du gegen einen geringen Lizenzaufpreis um diese Funktionalität erweitern und dann greifen die natürlich zu, weil sie jetzt sehen, dass sie damit Geld machen können, noch. Ja. Also es sind nicht nur die bösen Marketing-Heinis, sondern wird ihnen auch von unten sozusagen reingeschoben von der Technik. Dankeschön. Ihr könnt auch an alle anderen noch Fragen stellen. Ben Scott versteht eure Frage auch auf Deutsch, wenn euch das noch interessiert. Ja, meine Frage geht sowohl in die Richtung Technik als auch Politik. Und damit die Telekom nicht netzneutral handeln kann, wenn ich zum Beispiel meinen Datentraffic ins GBI geht und nicht zu einem Bezahlanbieter, dann muss sie ja in den Traffic reingucken können. Das heißt, verstehe ich das technisch richtig, dass wenn ich über ein VPN zum Beispiel alles durchtunnel, dass sie das dann nicht unterscheiden können? Und wenn das so ist, ich möchte ja keinen auf blöde Ideen bringen, aber dann wäre ja zu vermuten, dass irgendwann auch in diese AGBs reingeschrieben wird, dass VPNs verboten werden. Und wenn das so wäre, dann fände ich, müsste das für uns als politische Dimension heißen, dass wir, wenn wir uns versuchen, ein Netzneutralitätsgesetz irgendwie zu erlobbyen, wir auch versuchen müssen, dort explizit einen expliziten eine Erlaubnis von VPN reinzukriegen. Oder ein Nichtverbot. Ja, um deine Frage zu beantworten, ja, in der Regel, wenn dein VPN gut verschlüsselt ist, sind die derzeitigen Mechanismen, sehen das nicht. Das kannst du ausprobieren, du nimmst zum Beispiel dein Handy mit einem T-Mobile-Vertrag drin oder Prepaid oder Kongstar oder was auch immer irgendwas und machst darüber mal eine Voice-over-IP-Verbindung, zum Beispiel mit Skype und da so an. Und wenn du das dann, wenn du ein VPN anmachst, da gibt es ja reichlich öffentliche VPN-Provider dafür, dann geht das wie Sau. Es FaceTimed, Skyped, VoIPed wie Sau, wenn du das schön einpackst. Jetzt ist es so, das kann man natürlich sagen, okay, wenn sich jetzt alle auf diese Nummer stürzen, hat die Telekom noch eine andere, oder ich sage jetzt immer, Telekom steht immer so für Dollar-Provider, ne, jetzt an dieser Stelle. Hat die, aber sagt sich so schön leicht, Telekom-Provider, na egal. Die haben noch eine andere Möglichkeit, wie sie sozusagen so ein bisschen erraten können, was du machst, weil ob verschlüsselt oder nicht, solche multimedialen Dienste, die sie ja so fürchten, wie der Teufel das Weihwasser, haben alle die Eigenschaft, dass sie einen sehr konstanten Datenstrom über längere Zeit bieten. Ja, und zwar viele kleine Päckchen, aber davon regelmäßig immer wieder welche. Und anhand derer kann man zum Beispiel auch solchen Verkehr entdecken und auch entsprechend stören. Wird aber, wie gesagt, derzeit nicht gemacht. Ich habe eine Kongstar-Karte drin und ich VoIPe und FaceTime super gerne über mein eigenes VPN. Funktioniert hervorragend. Ja, also derzeit geht es. Noch. Dankeschön. Es scheint erstmal keine weiteren Fragen zu geben, aber das heißt ja nicht, dass ihr alle noch später da sind und ihr dann später noch Fragen stellen könnt. Eine technische Frage? Okay. Juhu. Ich habe eine Frage an Ben Scott und zwar haben wir jetzt seit ja, 6-8 Wochen eine sehr erfolgreiche Kampagne am Laufen auf zwei Seiten, einmal auf change.org und einmal bei der E-Petition. Und in den Vereinigten Staaten wart ihr sehr erfolgreich. Und jetzt ist meine Frage sozusagen, was deiner Meinung nach die beste ja, Möglichkeit ist oder was können wir in Deutschland tun, um genauso erfolgreich zu sein? Well, I think it's more than one thing. So, first, keep doing what you're doing. That's working. But it won't be enough. Because ultimately, you need someone on the inside who has the power to write that law, to write that law. And when, so step one is get this issue into the election campaign. Check. Step two, figure out exactly how you want this law to be written and put that document into the hands of the people with the power to write it. So I think your contacts in the parties are good. Your options after September to get language in the coalition contract, very important milestone to hit. In the meantime, one of the most important things to do that I think has not yet been done
is really figure out how the Bundesnetzagentur works, figure out how the Kartellamt works, and make sure they don't do anything between now and the election. Yeah, you know, this is where the bureaucracy is on your side. They are unlikely to hurry a decision. But the most dangerous thing that can happen at this stage is a bad precedent gets set. If Bundesnetzagentur and Kartellamt turn around and issue press statements between now and September saying we've reviewed Drosselcom and everything is fine, that's a problem. Because then you need the legislators to overturn those decisions, in addition to, you just need them to write fresh. So those are two important things. Keep doing what you're doing and get in the way of any decisions that could be made by the agencies between now and the election. The third thing is there needs to be a bigger public narrative based on simpler ideas. I'm a big fan of all of the spoof ads. I think they're really funny myself. My wife has no idea what you're talking about. That's a problem. So that's why every time I talk about net neutrality, I talk about public goods, I talk about prioritizing something that helps your children, that makes education better, that makes healthcare better, that makes government better, that shapes the market to produce better outcomes for everybody. That's the kind of narrative that I think you need to get to a broader public. The kind of political constituency you need to win net neutrality is not going to come to CBase. You're going to have to go to them. Not all of you all at once, but some of you some of the time. And that's the third thing, and I'll leave it at that. Dankeschön, Ben. Das war nochmal sehr insightful. Und wenn irgendjemand da draußen, der jetzt gerade nicht in die CBase gekommen ist oder die jetzt gerade nicht in die CBase gekommen ist, auch mithelfen will, meldet euch natürlich gerne über alle Kontaktadressen. Aber alle hier sind natürlich auch gefordert. Wenn also jemand ein Netzneutralitätsgesetz schreiben kann, nur zu. Oh, ist ja noch an. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt und das ist jetzt nicht mehr Netzneutralität, sondern das Recht auf Remix, das uns zum Beispiel, wenn wir hier wunderschöne Plakataktionen machen, auch, was uns da auch immer beschäftigt, weil das ist jetzt politisch gedeckt, aber wenn ich das rein künstlerisch mache, dann muss ich immer schauen, dass ich irgendwelche Rechte kläre und darüber wird euch jetzt Leonard Dobusch mehr erzählen. Ja, herzlich willkommen. Ich will jetzt wirklich nicht zu lang drüber reden. Viele von euch werden wahrscheinlich auf der Republika das irgendwie auch schon mitbekommen haben, auf unserem netzpolitischen Nachmittag.